für heute in der Früh die erste Lesung des heutigen Tages ausgewählt. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht der Herr: Du Menschensohn, ich gebe dich dem Haus Israels als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zu einem, der sich schuldig gemacht hat, sage, du musst sterben, und wenn du nicht redest und den Schuldigen nicht warnst, um ihn von seinem Weg abzubringen, dann wird der Schuldige seiner Sünden wegen sterben. Von dir aber fordere ich Rechenschaft für sein Blut. Wenn du aber den Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt, und wenn er dennoch auf seinem Weg nicht umkehrt, dann wird er seiner Sünde wegen sterben. Du aber hast dein Leben gerettet. Ezechiel ist einer der berufenen Warner. Er macht aufmerksam. Ezechiel macht aufmerksam auf Missstände. Nicht auf Missstände rund um uns, sondern auf Missstände in uns. Einer, der Alarm schlägt. Wird er von Gott zur Rechenschaft gefordert? Er macht aufmerksam. Er kann sich aber auch etwas anhören. Das ist ja Hysterie. Du bist uns lästig. Dies und wahrscheinlich noch viel mehr kann er sich anhören. Und da habe ich mir gedacht, ist es nicht auch oft so bei uns, wenn ich auf etwas aufmerksam gemacht werde, ist es mir auch lästig. Will ich es auch nicht hören. Aber warum will ich es nicht hören? Weil ich genau weiß, es geht um mich, es geht um mein inneres Leben. Ich muss etwas in mir verändern. Ja, Ezechiel ist sehr lästig. Doch er trägt Gottes Last und deswegen